everybody. I'm Larry Ridley, and this is the NFL on EA Sports. Well, last week, just an unbelievable performance we saw from a quarterback at the very top of his game. He was just toying with that secondary. Can he lead them to another win in this one? It's the Patriots going up against the Browns. With that, we'll send it over to Brandon Godden and Charles Davis. They've got the call in this Week 5 matchup. Larry, the Cavaliers may have lifted the local championship drought, but there's another team who'd like a little of that success, and that's the Browns as we come to you from First Energy Stadium here in Cleveland. Today, we've got a good Week 5 matchup in store here between the New England Patriots and the Cleveland Browns. Hi again, everyone. With Charles Davis, I'm Brandon Gordon. And Charles, we look at this Browns ball club. They were winners last time out, so they'll be looking, Charles, to make it two in a row. Und mit diesen Worten, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Madden 17. Wir stehen in Woche 5 und wir haben den Knaller. Wir spielen gegen die Super Bowl Champion New England Patriots zu Hause. Ja, das wird ein echt schweres Spiel. Ich bin gespannt, was wir gegen diese Defense gebacken kriegen. Wie viele Punkte Tom Brady uns reinhauen wird. Wollen wir mal schauen. Die Patriots werden den Ball receiven. Wir gucken mal, was sie im ersten Drive so machen. Und wie wir sehen, gleich im ersten Drive haut New England den Touchdown raus. Das heißt, wir liegen bereits 7-0 hinten. Und wir starten mal wieder mit einem Laufspielzug. They come out with one back and three tight ends. Now the third-year man from Alabama State, Isaiah Crowell. A loss of a full 3 yards, and now it's second down. So a look here at the key inactives, and we got this list before the game down on the field. And they tell ja, us das the wird thing every time, don't they? sehr schwieriges Spiel. Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, was wir hier überhaupt reißen können. Auch wenn vielleicht die Patriots nicht die großen Namen in der Defense haben, die Shermans, die Normans. Aber trotzdem ist es eine sehr hochklassige Defense. Mit Dante Hightower als Middle Linebacker. Mit Devin McCourty als Defense Back, mit Malcolm Butler, den Super Bowl-Helden, als Cornerback. Da lassen wir uns auf was ein. Wir schauen mal, ob wir mithalten können. Bisher sieht es aber gar nicht gut aus. Dritter und 13. Steht kurz davor, ein 3 and out zu haben. Und erstmal schauen, was wir hier überhaupt für die Spielzüge haben. Erstmal wieder reinkommen. Nee. Okay, wir müssen fix was nehmen. Sonst läuft uns die Zeit schon wieder davon. Gucken wir, ob Terrell Pryor offen wird. Und da haben wir schon das Delay of Game. Das heißt, dass wir in der vorgegebenen Zeit nicht geschafft haben, den Spielzug zu starten. Das bedeutet, dass wir eine 5-Yard-Strafe kriegen. Und auf einmal haben wir den dritten und 18. So. Läuft. Geht richtig gut los. Spielen aus Gun. Gehen komplett aus Passspiel. Kein Running Back hinten. Gucken wir, ob wir irgendeinen der Receiver offen kriegen. Jo. Und da kriegen wir gleich den Quarterback-Sack rein. Ach, der Quarterback-Blitz. Das war sehr gut gespielt von der Defense. Eine Sekunde mehr, da wäre der Receiver offen gewesen, aber ja, das Spiel beginnt mit einem 3-and-out. Was will man machen? Continue Play. Irgendwann kommt der Ballbesitz. Okay. Macht zumindest mal nur ein Field Goal. Und wir müssen gucken, dass wir endlich mal ein paar Pässe angebracht kriegen. Ein bisschen ins Spiel kommen, damit wir New England überhaupt ein bisschen die Stirn bieten können. Kurzer Pass auf Hawkins für 5 Yards.
When you see zone defense and you know you've got a drag route on as your primary call, you gotta be really careful. Werf mal wieder einen Laufspielzug ein. Wir sehen, dass Box wieder zu ist. Dann stelle ich mal gleich um. Passspielzug. Und der Tight End über die Mitte offen. First down. And there they went crossing route against the zone defense. What do you think of that? It takes real coordination between the passer and the receiver because you've got to read those zones and where the open spots are and be on the same page with the guy throwing the football. Because sometimes you're throwing it in front of the zone, sometimes mal, you're throwing it between the zone. Pass angebracht kriegen. Vielleicht im Corner von Hawkins oder dem Post von Corey Coleman. Read, but when they're in sync, it's really effective. He's got a man, it's yep. Corey Coleman. Coleman offen für den First Down und wir liegen an der gegnerischen 40. Well, we know he's got the speed there. He needed the speed and the hands. A great catch. And because of that speed, you have to respect it as a defender. So you have to either play off or make sure you're somehow in contact with him. And he's able to do exactly what you said. Use the speed to his advantage and go up and get the football. New England lässt es nicht zu, dass wir das Laufspiel zu einbringen. Das heißt, wir werden weiter erstmal werfen. Und wieder auf Coleman für erneut 20 Yards. Das geht doch jetzt schon mal. And just a small glimpse there as to why they like this rookie so much. And that's why they lit up a little bit in our meetings with the coaching staff, didn't Yeah, when we talked about him, they did. Yeah, you know, they like his work ethic. And no escaping this time as he'll go down. They got him for Barkevious Mingo. Former first rounder Barkevious Mingo. He's the one to der ehemalige Spieler der Cleveland Browns mit dem Quarterback-Sack. Ist, glaube ich, auch dieses Jahr erst gewechselt von den Browns zu den Patriots. Ich glaube, der war bei dem Trade von Jamie Collins dabei, wenn ich mich nicht irre. Galt ja auch so ein bisschen als Draft-Bust, hat sie nicht wirklich durchgesetzt dafür, dass er ein First-Round-Draft-Pick war. Ja. Und damit ist das erste Quarter schon vorbei. Wir liegen 10-0 hinten. NFL on EA Sports is brought to you by Head & Shoulders. Shoulders were made for greatness, not dandruff. Okay, jetzt kriegen wir sogar schon Werbung reingebracht für Head & Shoulders. Ne, die wollte ich jetzt nicht nehmen. Die wollte ich nicht nehmen. Die sieht so den Laufspielzug ein. Schon wieder alles zu. Wir müssen gucken, dass wir irgendwann mal anfangen zu laufen. Tight End offen. Oh, der liegt an der 1. Der liegt an der 1. Und da gucken wir mal jetzt, dass wir irgendwie das Ding reingelaufen kriegen. Probier mal den Fullback Dive. Mal gucken, wie das klappt. Box ist natürlich zu. Aber der Fullback macht den. Ein Jahr Touchdown Run. Damit steht 10-7. Haben wir uns immerhin schon mal bisher ganz gut verkauft. Dafür, dass es so bescheiden losging. Aber wir müssen anfangen, unser Running Back reinzukriegen. Denn New England hat schon wieder 7 Punkte raufgeknallt. Wir liegen 7-17 hinten. Jetzt müssen wir ein bisschen versuchen, das Running Game reinzukriegen. And that last drive, a long drive, but not just that, they had a great air attack going. Do they stick with that? I would think that they would, because if they were. Ja, sehr schön. Endlich läuft das Love Game. First down, 11 Yards. Isaiah Crowell haut weiter die Yards rauf. Vielleicht kriegen wir dieses Jahr sogar einen 1000-Yard-Rusher. Wer weiß, wie es weitergeht. Den stellen wir um. Auf die Sticks. Und der Tight End. Für 8 Yards offen. Und wieder das Laufspiel. Gleich wieder rein damit.
damit wir ein bisschen Variabilität reinbringen. Das war nichts. Das war ein ganz schlechter Block. Schon wieder, glaube ich, bei Kivius Mingo, der da einen Tackle macht. With the struggles we're seeing up front for the offense today, they've got to think about changing up their play calling. Wir müssen dieses First Down kriegen. Wir müssen es kriegen. Gucken, dass wir Hawkins offen kriegen auf der kurzen Innenroute. Und er fällt. Ach nee, der fällt. 4.1. Das heißt, wir werden punten. Ja, wir werden den Ballbesitz abgeben. Puh. Läuft nicht so gut. Was gibt's momentan Neues in der NFL? Ich habe heute mal wieder ein bisschen die Internetseite von der NFL mir angeguckt. Und ja, momentan ist da so ein bisschen das Problem. Die Flaute nach dem Super Bowl. Richtig viel geht da momentan nicht ab. Free Agency ist noch nicht. Scouting Combine ist noch nicht. Aber ich habe heute eine Nachricht gesehen, die mir so ein bisschen Sorgen macht. Währenddessen wir einen schönen Pass anbringen. Allerdings haben wir die Flagge. Wird wahrscheinlich gegen die Offense gehen, Holding. Und zwar von Minnesota Running Back Adrian Peterson. Der hat nämlich einen Tweet rausgehauen. Und alle Analysten von der NFL gehen total ab. Die werden total verrückt. Er hat nämlich geschrieben, dass die Giants momentan interessante Moves machen in Bezug auf Free Agency. Die haben ja jetzt zuletzt sowohl Victor Cruz als auch Rashard Jennings, den Starting Running Back, gecuttet und haben jetzt natürlich ein bisschen Cap Space. Und alle Analysten denken jetzt natürlich, holen sich die Giants vielleicht Adrian Peterson, damit er nochmal richtig nochmal ein bisschen die Giants sozusagen zu einem Super Bowl Contender macht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht. Zum einen glaube ich nicht, dass Adrian Peterson die Giants zu einem Super Bowl Contender macht. Und zweitens glaube ich ehrlich gesagt nicht dran, dass Adrian Peterson und die Giants, dass es gut enden würde. Das würde, glaube ich, wirklich eher in die Hose gehen. Das Problem an der Sache ist, einen Complete Pass. Der letzte 1000-Yard-Rusher der New York Giants kam aus dem Jahr 2012, nämlich Ahmad Bradshaw. Seitdem haben sie es nicht mehr geschafft, einen Running Back zu haben, der über 1000 Yard rusht. Das haben zumindest, also mir fällt kein Team ein, was es nicht geschafft hat, in dem Zeitraum keine 1000-Yard-Rusher zu haben. Und das will schon was heißen. Oh, da fummeln wir auch noch den Ball. Was ist denn hier los? Die Giants sind einfach Pass-First-Offense und Quarterback Eli Manning und Receiver Odell Beckham Jr., und die laufen nicht gerne den Ball. Deswegen glaube ich nicht, dass ein Adrian Peterson, so gut er auch sein mag, da reinpasst. Ich glaube nicht, dass der die nochmal, selbst wenn er wechseln würde, die zum Super Bowl bringt. Zum anderen muss man auch sehen, okay, wie viel hat Adrian Peterson eigentlich noch Saft im Tank? Wie viel kann er noch leisten? Er kommt von einer Saison, in der er ein Spiel gespielt hat und sich, glaube ich, das Kreuzband gerissen hat. Das ist schwer, da zurückzukommen. Auch wenn er natürlich mit seinen 11.747 Yards bisher einer der besten Running Backs ist, die aktuell noch spielen. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das ein guter Fit wäre. Sowohl für Adrian Peterson als auch für die New York Giants. Ich habe mir allerdings mal Gedanken gemacht, wo könnte er hingehen? Was würde ein guter Fit sein für Adrian Peterson, um jetzt nochmal, weiß ich, 3-4 Jahre nochmal gut zu spielen, nochmal ein paar Tausender Saisons rauszuhauen
und vielleicht auch nochmal einen Super Bowl zu gewinnen. Welche Teams das sind, verrate ich euch in der zweiten Hälfte. Wenn es euch Spaß gemacht hat, schaut euch den nächsten Teil ruhig an. Ich glaube, der war ein bisschen kürzer diesmal. New England nimmt uns komplett auseinander. Wir liegen 7-24 hinten. Haben bisher 105 Passing Yards geschafft. Und wir hoffen mal, dass es in der zweiten Hälfte besser wird.